So, dann starten wir die Aufnahme. Und ich habe hier einen schönen neuen Hack vom Tricky Thunderstorm bekommen. Der auch schon den tollen Hack, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, gemacht hat. Wie hieß dein Hack? Super Emero World oder irgendwie sowas? Dann ist der Name mir doch noch eingefallen. Und es sind, im Grunde sind es 6 Level, aber es sind 6 verschiedene ROMs. Das heißt, ich muss zwischendurch immer wieder die ROM wechseln. Nur so zur Info. Ich mache mal am Anfang einen Save-State. Du hast gesagt, man kann es ohne Save-State spielen grundsätzlich. Ah, den, Baum failed. Den Baum kann ich nicht abtragen. Oh. Tja. Ich dachte, das ist Minecraft. Du kannst auch einfach drüber springen, ohne die Shell mitzunehmen. Stimmt, ist mir auch gerade eingefallen. Das war ein Fail. Hier kann man es halt breaken, so ein bisschen. Ah, okay. LOL. Okay. Ja. Hui. Kann ich da hoch? Da oben ist doch was. Da oben ist doch was. Ich will da hoch. Nein, ich will da hoch. Du kannst auch rechts hoch aufs Dirt. Und was, ja, da oben ist was. Ach, da oben ist das Ziel vor allem. Jo. Cool. Ich glaube, den hätte ich noch nicht drücken sollen. Doch, doch, passt. Okay. Du hast nur für diesen einen kleinen Block gebraucht. Für welchen Block? Ich habe noch keinen gesehen. Oh mein Gott, doch, das sind eingesammelt. Gar nicht viele, wow. Chucks. Warum, ja, sind da so viele? Okay, ich sollte ein bisschen öfter ein Save State setzen. Ach, für den Block hier. Ah, ich kann aber auch hier hoch. Hier bringt ja sehr viel. Hier kann ich einen Peach Jump machen. Super, du bringt dir nichts, da oben ist Sackgasse und so. Echt? Okay, dann versuche ich es gar nicht erst. Nein! Das Level ist sau klein. Okay. Ja, er ist tot. Tot! So. Und es ist spät, falls ich etwas aufgedreht bin. Und wir haben gerade schon ganz viel Zeug gespielt. Du solltest die Chucks alle killen, weil sonst weit Überlagerung und dann ist das Item nicht da, was du... Ja, da ist es. Gut. Ah, das ist gut zu... Nein! Ach, ich kann ja rewinden. Das kann ich jetzt ja wieder. Nachdem ich das gestern nicht durfte. No. Ich krieg die in diesen Lücken. Ja, doch, genau, das wollte ich. So. Yay! Und, ja. Da wärst du hingekommen, wenn du oben lang gegangen wärst. Ach so. Ach, jetzt kann ich zum Ziel. Ah. Mhm. Sehr gut. Schwups, 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 schwups. Und wer es noch nicht erkannt hat, im Hintergrund läuft ein Yankat. Yay. Yay, was ich nicht höre. Stimmt. Aber du weißt es, du hast den Hack ja zusammen mit dem guten Flo gemacht. Naja. Er hat die Musik gesucht. Dieses eine Teil. Und danach habe ich alles gemacht. Aber an dem Level war er, glaube ich, ein bisschen beteiligt, oder? Ja, er hat einen Yankat rausgesucht für dieses Level. Und das hat 10 Sekunden gedauert. Ah, okay. Eigentlich wollte er noch mehr machen, so Anfangsbild ändern und so. Hat er aber nicht getan. Und jetzt muss ich... Raum wechseln. Jetzt muss ich Raum wechseln. Okay, das können wir aber noch auf der Aufnahme lassen. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Ja, hier. Das ist jetzt Todessand. Jo. Vorspulen, vorspulen. Da ist immer schon ein angefangener Save. Das tut mir leid. Das ist gut, so dann kommt der Anfang nicht. Stimmt, den man auch leicht hätte vorspulen können. Ja, aber... Uah. Der Todessand des Todes. Und der Verdammnis. Uah. Oh mein Gott, Scrope. No. No. So nicht. Yay. So, ich bleibe jetzt erstmal hier stehen. Hier bin ich saved. Jupp. Aber nicht sehr lange. Das ist eher nicht der Todessand, sondern der Sand ist eigentlich noch nicht sehr tödlich. Ja, das. Nö, der tötet auch nicht. Oh, verdammt. Oh mein Gott, jetzt wird's. Aber jetzt geht's aber hier. Jetzt aber hier. Also jetzt ist aber hier. Also, wow. Ja, genau. Du kommst darüber. Oben rum, da will ich aber oben rum. Ich will da oben. Manchmal kann man oben nicht springen, da musst du einfach die ganze Zeit auf Sprungtaste mashen. Ja, ich merke schon. Der ist zu schnell, um zu springen noch. Ja, das war zu bald.
Unten lang geht's auch. An der Stelle kann man irgendwie tatsächlich nicht springen. Na gut, dann springen wir hier. Nein, da geht's auch nicht. Doch, du kannst direkt ganz drüber springen. Yay! Oder auch nicht. Yay! Nicht ganz. Yay! Fast. Nein. Na, das ist ja wieder nicht gesprungen. Nein. Oh, ich gehe doch oben entlang. Das ist ja eigentlich... Ja, perfekt. Ja. Gut. Stück auf, geh weg. Yoshi! Jawohl. Was ist das für eine Musik? Ich höre sie kaum. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss die Musik lauter stellen. Gemein. Da denkt man, da ist was, aber da ist gar nichts. Nee, nochmal. Nein! Warten, warten. Jetzt! Du kannst auch so direkt drüber springen. Aber nein, ich will leben, ich will leben. Yay. Eigentlich solltest du das kennen. Ja, bei 30 Münzen kriege ich Leben. Und du hast einen Yoshi. Aber das kann man auch umstellen. Hier sind 5 Blöcke. Ah. You failed. I failed very, very much. Much. Und da unten sind Münzen. Ah, da komme ich nicht an. Doch, darunter ist ein Block. Ach so, ja, aber das reicht hier, glaube ich. Oder? Die dürften... Nope, die reicht nicht. Ach, verdammt, dann muss ich die da ja einsammeln in der Luft. Die sind nicht in der Luft, da drunter ist ein Block und dann kommst du noch hoch, ja. Okay, dann brauche ich noch 3 Stück. Jo, da drunter wäre ein Block und die werden halt zu Münzen, die da. Du Cheater, cheate dir nicht so. Wie, was? Du breakst das Level gerade. Warum? Weil du die Münzen, wo du gleich drauflaufen müsstest, wieder einsammelst. Das heißt, du hast jetzt eh gefehlt. Da, wo du gerade draufstehst, das wird Münze. Und darunter ist ein Block noch. Die musst du in der P-Switch-Zeit einsammeln. Die hier unten? Jo. Ach, da ist doch ein Block zum Draufstehen. Jo. Dann bin ich da nur komisch daneben gefallen. Lol. Ja. Dann komme ich nicht mehr hoch. Doch, komm mal. Von ganz links vom Block Anlauf nehmen. Ja, das wäre gut gewesen. Ja. Yeah. Nein. Nein. Okay, jetzt haben wir alle unsere Münzen zusammen. Nee. Nicht. Haha. Jupp, du hast ganz am Anfang eine Münze vergessen. Na gut, die eine hier müsste ich mir... Oh. Die, ey. Die eine nix müsste ich... cheaten. Aber dann komme ich nicht mehr hoch. Scheiße. Nö. Dann komme ich nicht mehr. Du kannst eigentlich Escape drücken, Reset und dann nochmal neu. Ach, ich springe einfach zurück, so lang war das ja nicht. Da muss ich den Anfang nämlich nochmal machen in der Röhre da, dieses Rumlaufen. Da hast du ja auch die Münze vergessen. Nein! Oh mein Gott! Oh, warte, man kann das so breaken. Cool! Daran habe ich gar nicht gedacht. Ach so, ich will einfach nur hierhin zurück. Oh, du Cheater. Naja, eigentlich sollte man am Anfang den Panzer den Panzer am Anfang mitnehmen und dann hochschmeißen, da wo der eine P-Switch ist. Ah, okay. Da käme dann eine Münze. Lol. Aber das hast du jetzt gecheatet und das habe ich gar nicht bedacht. Das ist sehr schön, dass ich hier den P-Switch kriege, mit dem ich auch die Lösung am Ende aktiviere.
Sehr gut. Ja. Ja, man hätte eigentlich hier einen Yoshi sich basteln sollen. Naja. So geht's schneller. Jo. Kletter irgendwas. Kletter, Mario, kletter. Und ich habe ja gesagt, wenn ich irgendwelche Abkürzungen entdecke, dann nehme ich sie auch. Ja. Es war klar, dass du irgendwo was glitschst. In Klammern so. Vor allem, es war ohne. Das habe ich gar nicht bewusst, oder? Bewusst gemacht. Damit das Blessings Gold immer mit voller Geschwindigkeit den Wallcharm ausfüllen, bist du. PS, du hast in dem Level einen Wallcharm. Ja. Mario hasst Blau, also solltest du ihm den Gefallen tun und nichts Blaues berühren. Wallcharms gehen nur, wenn du groß bist. Ja, da habe ich einen Schreibfehler gehabt. Oh, das sind Mancher. Nein, das ist blau. Ach so, damit es scrollt, sollte ich immer bei voller Geschwindigkeit springen. Ah! Ja, das ist ein sehr guter Tipp. Jö. Und man kann überall mit voller Geschwindigkeit. Hier kannst du auch mit voller Geschwindigkeit. Stimmt. Du kannst auch auf einem zwei großen Abschnitt voller Geschwindigkeit irgendwie. Nein! Aufbauen. Ja, aber der Hex soll ja nicht allzu schwer sein. Kaputte Graphics. Oh. Oh nein. Ja, das ist Vordergrund. Ja. Scheiße, jetzt ist es wieder zu da oben, natürlich. Aber das wurde direkt damit geliefert. Und den Hintergrund fand ich toll. Komme ich jetzt auch? Du hast einen Wandsprung, da wo du draufstehst, da kannst du links dran. Ah. Hi. Ach so. Da Geht brauchst du noch nicht nicht. volle Geschwindigkeit, da Geht noch kannst du nicht. einfach ins Leere springen, dann scrollt es von allein. Stückchen höher. Irgendwann landest du auf so einer kleinen Plattform, ja. Jo. Oh mein Gott, geht das noch? Nein! Gott, geht das noch hoch? Ah. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss groß bleiben. Nein, ich muss groß Jö. bleiben. Hilfe! Nein! Geht er echt nicht? Nö, tatsächlich. Verschwinde, 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 danke. Ah, Plattformen und so. Jo, dafür war er gedacht. Yay, yeah, Langsam, 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 langsam. Kann man dagegen überhaupt? Wo? Hier? Da unten, das kleine da. Lol. Ist eigentlich jetzt flüssig genug vom Zuschauen her, oder? Ja, das passt. Locker. Oh, jetzt muss ich da hoch? Was zur Hölle? Ja, als kleiner ist das so. Voll toll. Ja, ich dachte, ich muss zu diesem Chuck da unten, aber an dem komme ich dann gar nicht mehr ran. Ich hab nichts gesehen. Ja, da springt man auch ein bisschen ins Leere, aber nicht allzu viel. Musst du einfach ein, zwei Sprünge mehr machen. Okay. Tot. Ich will sehen, wie ich springe. Ja. Du musst rechts rein, müsstest du irgendwo da oben. Okay. Das muss doch rennbar hinkriegbar sein. Ja, du rennst, springst und gehst ans Ah, rechte jetzt Ding sehe ich ran. ein bisschen mehr. Yay! Und jetzt machst du einfach weiter, bis oben ankommst. Yay. Ah, und dann ist alles weg. Jetzt geht alles down. Und Yay, down. und glitchy Hintergrund. Yay. Schön in der Höhle. Oh ja, stimmt. Wir haben hell gemacht. Eigentlich hatte ich den Hintergrund geändert, aber dann ist es wieder kaputt gegangen, die Raum, und dann hatte ich keinen Bock, das nochmal einzufügen. Und lauf, Mario, lau. Einmal heißt es nicht SMC. SMW.SMC. Nein. Nee, das glaube ich zwei oder dreimal. Und wir dürfen uns wieder den Anfangstext angucken. Jawohl, und weiter. Sehr schön. So, und los geht's.
Oh, das ist hier, das habe ich dir geschickt. Glaube ich. Genau. Desto mehr Münzen, umso länger hält der ganze Spaß. Erste Textbox lesen. Erst. Wer schlauer. Münzen geben dir Sternenenergie, also beeil dich, bevor dir die Zeit davon rennt. Münzen geben dir Sternenenergie. Das ist der Spaß. Aber wieso liest du das eigentlich? Ich hatte dir gesagt, du sollst dich beeilen. Tu ich doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werde das Level... Oh mein Gott. Ja, da hast du eine Münze auf dem Weg vergessen. Ja, da kann ich nicht draufstehen, scheiße. Wo? Auf dem Ding da. Ach so, nö. Das meinte ich mit Verzierungen alles machen. Ich habe die per Hand gesetzt, die Kackdinger im Hintergrund. Toll. Oh mein Gott, ich will das hier brechen, alles. Kannst du aber nicht. Alles kaputt machen! Du musst auch schnell sein. Ich brauch den gar nicht zum Dings. Ich brauch den einfach nur hier. Oh mein Gott. Aufmachen. Ah! Da drunter. Nein. Ach, ja. Du hast ihn zu früh aktiviert. Weil du ihn gleich nochmal brauchst. Nein! Nein! Ich will, nein! Bleib da drin! Du kannst eh zurückspulen. Echt? Ja, B-Switch am Ende drücken, dann wenn so eine B-Switch-Brücke kommt. Da fällst du runter, da bist du tot und so. Oh. Okay. B-Switch-Brücke am Ende. Flups. Nein! Zu langsam. Schneller! Halt dich! Nein! Okay, hier war irgendwo. Ja, hier. Hier und hier und. Du kannst da so Dingsblöcke machen, so unsichtbare Münzenblöcke. Yay. Wo du drauf stehen kannst. Stimmt. Ob das jetzt mit der Energie reicht? Ich glaube, eine Münze gleich 2 Sekunden oder so. Nein! Scheiße. Da muss man dann irgendwie ganz schnell hochkommen. Hilfe. Du springst einfach unter die Notenblöcke. Dann sammelst du die Münzen direkt mit ein. Okay. Und dann springst du nicht so dumm auf den Notenblöcken rum. Dann sind da unsichtbare. Lava, Börse. Ah, auf Gelb. Nein, auf Gelb stirbt man so oder so. Okay. Lava, Lava. Weil Lava Gelb. Hilfe! Komm schon, ja, da jetzt. Weil Lava Gelb. Piesewitsch-Brücke? Ja. Oh mein Gott. Piesewitsch-Brücke. Ja, so weit ist sie nicht. Level sogar ein Bitway. Yay. Nein, Level nicht geschafft. Level ist toll. Hier, haben, nein, schlecht, vielleicht gut, mal schauen. Ey, warte, ach nö, da kann man das auch breaken, ach, da sollte man gar nicht hochspringen können. Nö. Ja, das, ja. Egal, wäre nicht sehr viel schwerer gewesen. Ja, da war irgendwie so ein P-Switch, da konnte man wahrscheinlich noch ein Stückchen rein und dann hätte man die Treppe hochgehen können. Mhm. Ja, das hätte ich alles weiter auseinander machen müssen, naja. Richtig. Scheiß drauf. Wäre jetzt auch nicht so schwer gewesen. Jetzt kommt eh der Kack erst. Was? Kein Kack. Doch, komm, doch. Wie ist der Level jetzt? Höllenhimmel, glaube ich. 2? Oh ja, warte. Ne, hast du mal P-Switch gespielt? Ja, nein, Moment, halt, stopp. Mach nochmal Load. Du hast, glaube ich, nicht mit Musik genommen, oder? Hast du Musik? Nee, ich höre nichts. Gut, dann mach Escape, Load und dann musst du einen Ordner vollständig oder so. Jo. Ah, ja.
Ja, sonst hätte ich irgendwas da gestört und so, und das wäre nicht gut gewesen. Hier auch P-Switch gespielt. Ja, das ist die gleiche ROM. Ah. Nur mit Ja, Musik. Musik. So, hier werden alle Blöcke gezeigt, die hier vorkommen werden. Wow! Den blauen Block kann man auch mit einer Shell töten. Ja, aber ich habe kein Schild eingebaut. Und jetzt hast du gefailt. Nicht davon treffen lassen, das ist böse. Da kannst du springen. So, good luck. Nein, nein, das passiert. Das tut weh. Immerhin ist keine Zeit. Wow. Yay. Yeah, hey.